Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zum letzten Part, also Part 6 von einer 500 Meilen Cross-Country Run, den wir da ja machen. Wir sind jetzt in Bristol Temple Meads und fahren bis nach Plymouth, oder? Ja, genau. Und der ganze Run ist für 2 Stunden eingeplant, dass es so lange dauern wird. Wir sitzen da, wir haben noch ein paar Stops zwischendrin. Ich glaube, nach einer Stunde werde ich ungefähr eine Pause machen. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal. Ich werde es an dem, vielleicht irgendeinen Halt zwischendrin mal einen kleinen Cut machen. Und dann geht es weiter und ich würde sagen, wir bereiten mal die Lok vor und lassen mal die Leute zusteigen. Gut, nee, oder auch nicht. Wir sollten eigentlich gerade direkt losfahren. Steht da. Lichter. Oh mein Gott, mal selber kontrollieren, ob das passt. Jo, schaut gut aus. Gut, und liebe Leute, ihr wisst's. Ja, ich werde nicht so viel quatschen. Mehr fahren. Ich würde sagen, los geht's. Und ja, eben. Gibt's gern Feedback von den Camera-Views. Welche ich am liebsten habe, ob ich lieber im Cap drin bleiben soll, etc. Ja, nachdem ich es alles schon vorproduziert habe, kann es sein, dass ihr Teil 1, 2 und schon 3 gesehen habt und dachte, ja, der ignoriert es. Aber ich sehe das dann vermutlich. Oder kann es erst mit dem Teil anpassen, wenn der dann auf YouTube rauskommt. So, jetzt hatte ich aber die Klappe. Und jetzt viel Spaß bei dem letzten Teil hier mit dem HST Cross Country Service. Ach ja, eins noch, ich habe das Bild ein bisschen verschoben. Jetzt seht ihr unten die Track-Infos nicht mehr. Also ich sehe sie schon noch. Ich hoffe, das ist für euch okay, weil dann seht ihr ja oben ein bisschen mehr. Ach, das ist schöner. Zeige ich mal ganz kurz den Fahrplan, wenn ich ihn aufkriege. Der Button hier? Ja, genau. Also, Taunton ist in 43 Meilen, ist der nächste Stop. Und dann auch Tiverton und Exeter um 15:47 Uhr. Kann man so pünktlich da sein.
Ist, glaube ich, auch schon eine recht alte, gut, die Western Mainlines von Just Trains. Aber bald gibt's den großen Merch, dann haben wir die ganze West Coast Mainline sowie die East Coast Mainline dann zusammen. Das wird dann geil, einmal die ganze Strecke abfahren. Aber das wird dauern. Ich meine, das hier dauert schon 2 Stunden. Und ich muss noch den einen Part fertig fahren bei der ICML von York nach London King's Cross. Das war der erste Video jetzt da auf dem Kanal, das erste Stream. Da muss ich den zweiten Part noch fertig fahren. Morgen die Erinnerung. Wer gerne es kennt von Furry FM, der haben auch gerade ein paar Lennart-Stream. Oder fängt jetzt gerade an. Das wird bestimmt lustig. Und keine Sorge, ne, wir sind wir und erfahren natürlich anständig. Aber das liegt, ich bin da jetzt abgelenkt. So anschauen, weil wir sind ja hier im Herbst. Weil hier einfach gar keiner oder fast keiner irgendwie Blätter hat.
der langen Strecke hätten sie aber auch 125 aufmachen können. Und sich ja anbieten. Zucken wir schon wie beim letzten Mal, wo wir nicht verkehrt gefahren sind. Wieder mit 100 Euro. Gemäß Anzeige, die ihr da jetzt gerade seht, sollen wir um 15.21 Uhr ankommen. Also sind noch 22 Meilen. Also ich muss schon sagen, mit dem Raildriver zu fahren, ist schon sehr angenehm. Es ist zwar eine Umgewöhnung, vor allem weil das Layout eigentlich auf die amerikanischen GEs ausgelegt ist, aber es geht. Man kommt damit klar. Also vor allem die Hotkeys finde ich ganz gut. Muss ich mal gegebenenfalls für Armstrong Powerhouse, für ein paar Loks ein bisschen ummodeln. Zum Beispiel auch für das DRS.
Das kann ich so nicht machen. Und ich will auf alle Fälle mit GSMA nochmal fahren, wenn es aktiv ist. Da habe ich schon ein Plugin dafür. Da muss ich mal schauen, ob ich das im Stream mit reinkriege. Eigentlich bei euch aus? Habt ihr nicht auch den Rail Driver oder habt ihr schon mit den Gedanken gespielt, den zu holen? Also ich kann es echt nur empfehlen. Und was ich auch schon drauf kommen bin, wenn du nicht den Fokus auf den Train Simulator hast, also sprich, wenn du jetzt irgendwo rausklickst, dann verlierst du den Fokus, dann funktionieren gewisse Sachen nicht. Wie zum Beispiel das ABS. Du musst wieder reinklicken. Also achtet auf das. Was ist da links? Wird da nochmal was gebaut? Sieht so aus, ne?
Ach cool, einfach mal Werbung für Bed and Breakfast machen. Auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ich frage mich, ob da dann wirklich jemand wieder zurückgefahren ist. Und gesagt, ja, okay, okay, ich bin bei. Hab ich gesehen. Unten in der Bahnstrecke. Sollten wir jetzt gleich mal ankommen, wir haben es noch 6 Meilen um 15:20 Uhr zum Ankommen, jetzt ist 15:15 Uhr im Spiel. Ich hoffe, die Cap-View-Einstellung passt so. Dann sieht man noch ein bisschen die Instrumente. Versuchen wir das, die View jetzt nicht mehr zu ändern, sondern wenn ich irgendwo draußen hingucken will, dann gehe ich halt in die Außenkamera.
Ja, wunderbar. Sind wir doch erfolgreich angekommen. Oh, wow, das ist creepy. Da haben wir ein kleines Stumpfgleis. Mal schauen, wo es da hingeht. Sieht so aus, als wird hier mal abgestellt. Okay. Da hat es kein Gleis mehr. Cool. Also ich versuche jetzt gerade mal Folgendes zu machen. Ich will mich jetzt mal... Oh, sollen schon wieder abfahren. Oh Mann. So, weniger mit der Kamera rumspielen. So, Abfahrt. Wieso gehen jetzt die Türen auf? Also das nächste Mal werde ich das mit den Wagen von Armstrong Powerhouse austauschen. Die sind da A schöner und B habe ich das bei Armstrong noch nie gehabt. Die klingen auch geiler. Nächster Halt ist Tribbeton Parkway, Plattform 1 in 12 Meilen, Ankunft um 15:32 Uhr. Im Spiel ist jetzt 15:23 Uhr. Ah, da wird der fleißige Baut da rechts. Eine kleine Nebenlinie da, keine Ahnung, nicht sicher.
Oha, da wird jetzt gerade dezent steil hier. Wenn ihr irgendwie Szenarien habt oder Wünsche, was mich wissen, also eben Wünsche, Szenarien, wo ihr sagt, oh, das ist ziemlich cool, spielen wir das, oder macht mehr Regio-Service, oder spielen wir in Deutschland was oder in der Schweiz, mache ich sehr gerne. Also Anregungen gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Schübeten kommt jetzt, sind gleich da, nur noch eine Meile. Ich hoffe, ich verbremse jetzt nicht, jetzt wo es nach unten geht. Ja, nicht mein bester Halt. Das ging schon besser mit den Bremsen. Aber ich war mir jetzt unsicher, jetzt nachdem es auch unten gegangen ist.
Also der nächste Halt ist Exeter auf Plattform 4, Ankunft um 15:47 Uhr. Train Simulator meint, wir kommen um 15:46 Uhr an, das wäre eine Verfrühung. Und momentan ist 15:37 Uhr, sind noch knapp 12 Meilen. So, noch 4 Meilen und wir sind immer noch pünktlich, wir sind immer noch zu früh da. Also aufgrund jetzt werden wir um 15:48 Uhr da sein und um aufgrund jetzt 46 werden wir da sein, 2 Minuten zu früh circa. Und dann sind wir auch schon fast eine Stunde am Fahren. Ich glaube, da werde ich mal eine ganz kleine Pause machen, holen wir mal einen Kaffee
Aufs Klo. Und dann geht's weiter. Also kann sein, dass es da einen kleinen Cut gibt da. Ja, das lief doch eigentlich ganz gut. Bin ja schon da. Bin aber alleine mit dem DMU. Ja, nice. Ach, der fährt sogar uns richtig. Ja, da ist noch einer. Okay. Mit zwei unterschiedlichen Liveries. Hat's eine HST-Tafel? Nee, ne, oder? Wieder ganz vorne. Wunderbar. Sehr guter Halt. Gut. Dann hol ich erstmal kurz den Kaffee, ne? Lass erstmal hier weiterlaufen. Soll ja Echtzeit sein.
Was mir gerade einfällt, wird es vielleicht Sinn machen, so Time-Markings auf YouTube zu machen, wann wir wo anhalten, wieder abfahren etc. Damit man sowas skippen kann. Was meint ihr? Oder sowas generell? Ne, schneiden wir es eigentlich nicht mehr. Soll ja irgendwie Echtzeit sein. Aber was meint ihr? Sollen wir vielleicht sowas machen? Ja, wäre doch nochmal spannend. Kriegen wir noch ein Delay hier rein. Bin mal gespannt, ob wir den so sehen werden. Nächster Halt ist Newton Abbott auf Plattform 2 in 20 Meilen, Ankunft um 16.10 Uhr, aktuell 15.51 Uhr ist es jetzt.
Naja, nach wie vor dürfen wir noch 100 fahren. Mal schauen, ob dann irgendwann mal 125 kommt, dass wir auf die 200 draufkommen. Jetzt baden gehen, noch am Strand, ne? Wäre doch einmal ganz schön. Auch aber nicht ein bisschen lautstark bei den Zügen. Die Hupe ist eigentlich so ein Wippschalter hier, aber egal in welche Richtung es macht, er macht einfach nur das eine Horn. Ah, das ist echt doof. Der Knopf. Was ist, wenn ich beides zeitgleich mache? Okay, das geht, aber ich kann es ja nicht zeitgleich drücken. Weil ich habe eigentlich einen Tabellbutton, der ist fürs hoch. Und ja, schaut, dass es mit dem Wippschalter nicht geht. Eigentlich noch ein ganz schöner Part da. Aber stelle ich mir noch ein bisschen speziell vor, wenn es hier mal stürmisch ist. Damit mehr.
Also ich wette, das ist hier schon mal irgendwie abtragen worden, das Wasser. Oder dass wir gesperrt haben, weil es hier viel zu wild war, beim Orkan oder so. Ziemlich sicher. Es ist eigentlich so arschbefreit. Jetzt könnte man 75 Meilen fahren. Aber als nächstes kommt gerade schon wieder 60. Gerade nach dem Signal davon. Naja, da ist eh schon die Ankündigung. Das ist so für ein Arsch. Warum macht man das?
So, jetzt können wir wieder Gas geben. Wir werden jetzt brav gehen und werden wir jetzt irgendwann rein. 20 Meilen sind erlaubt. Und dann ein bisschen über 60. Fingers crossed, ob wir die 125 schaffen. Ich will hier Gas geben. Das ist ein HST. Beschränkungen in der Zukunft. Ja, wir sind dann auch gleich in Newton Abbott, kommt er gleich an. Oh, was? Kriegen wir da jetzt ein rotes Signal oder was? Und bei den nächsten Geschwindigkeitsbeschränkungen versuche ich mal nach der Ankündigung zu fahren. Ja, ohne dass ich ein bisschen spick, was mir der Train Simulator anzeigt, was kommt. Mal schauen, wie dann das mit dem Bremsen hinkommt. Aber ich schaue es einfach gerne an, weil die Ankündigungen oft nicht so stimmen. Oder besser halt falsch platziert sind. Ja, shit. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein rotes Signal vom Bahnhof. Okay, oh ja, ist rot. Ich sehe es schon. Ja, dann müssen wir wohl ein bisschen warten. Sind wir wohl doch ein bisschen zu früh. Schauen wir mal, ob wir vielleicht vorbei dürfen. Nein. Dürfen wir nicht. Ups. Das wollte ich nicht. Okay, ja, da steht auch wirklich einer. Wollte mal nachgucken, ob da auch wirklich eine Blockierung ist.
Okay, Entschuldigung für die Bremsung. Aber da war ganz kurz rot. Ist ja bestimmt ein geiler Spot, um da Aufnahmen von HST zu machen, weil wenn er gerade in die andere Richtung fährt, muss er ja voll im Gas stehen, wenn er darauf kommt.
Also Tottenham ist jetzt der nächste Halt in 3 Meilen. Ich glaube, die Verfügung tut sich jetzt ein bisschen rächen, nachdem wir jetzt da diesen Stopper-Service da hinterherfahren.
Also die nächste Message heißt, fahren Sie über Signal Message in 14 Meilen. Ich glaube, da haben wir dann unsere Verspätung.
Ja, da ist unser Stopper mal wieder, ne? Ich glaube, jetzt müssen wir mal wirklich anhalten. No, fuck. Du musst mich jetzt gerade verbremsen. Ich hab jetzt gerade zum allerersten Mal den Emergency Brake reingehaut. Oh nee, bitte bleib stehen, bitte bleib stehen. Bitte, 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 bitte. Bitte. Bleib stehen. Puh. Fuck. Einmal nicht aufpasst. Es tut mir leid. Oh je. Okay, ich glaube, wir brauchen einen Emergency Brake Counter. Tut mir echt leid.
Also ich glaube, in echt ist er einen ganzen Tag unterwegs, bis er da von Dundee bis nach Plymouth da gefahren ist. Boah, das wäre schon mal eine Tour, aber ich glaube, ich würde das lieber mit einem Sleeper machen. Puh. Ist schon eine lange Zeit, wo du da unterwegs bist. Also dieser Regio geht mir ja schon dezent auf den Sack, ey. Schwebende Brücke, ne? Soll es auch geben.
Ja, da kommt jetzt gleich eine Signal-Message. Ich glaube, da müssen wir erstmal stehen bleiben. Oder noch besser, wir dürfen Gas geben. Wunderbar. Und ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Stufe jetzt mal auf 80 beschleunigen. Nächster Halt, Plymouth in 6 Meilen. Und sind um 16.54 Uhr ankommen. Um 14.51 Uhr meint der Simulator, dass wir ankommen. Okay, jetzt bin ich gerade irritiert, warum haben wir jetzt einen ABS-Alarm gekriegt? I see why.
Tja, und gleich sind wir da. Jetzt ganz eine Meile noch. Fuck! Jetzt hat der Button nicht funktioniert. Jetzt haben wir eine Zwangsbremse. Yo, cool. Die allererste. So, ein Scheiß. Ah, ich hoffe, ich krieg's jetzt wieder los. Geht das bei dem jetzt einfach so? Ah, scheint so. Gut, dann gib Gas. Wenn jetzt zurückrollen. Na komm. Ja, cool. Hat meine Zwangsweise auch mal. Ich muss was irgendwas mit dem Knopf machen hier. Das ist schon ein paar Mal passiert, dass er nicht reagiert. Und ich hatte den Fokus drin, 100 Pro. Ja, Ladies and Gentlemen, that's it. Wir haben es geschafft, die 500-Mile-Tour ist vorbei. Und der scheiß Regio-Service da links hat also ein paar Probleme verursacht. Aber wir haben es geschafft, die 500-Mile-Tour, klar. Wir waren nicht exakt 500 Meilen, weil die Strecke nicht vollständig im Simulator drin ist. Aber den größten Teil, ich hoffe, es hat gefallen. Und mal schauen, was ich mir als nächstes Projekt aussuche, was wir machen. Also, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und ja, schreibt es in die Kommentare rein, was ich vielleicht besser machen sollte, etc. Oh, da kommt's schon. It's the end, 10 hours and 31 stations. Ja, 27 included scenarios, ja. Okay, ja, das steht ja auch nochmal. Ja, cool war's und ja, bis zum nächsten Mal, hab mich gefreut, macht's gut.